In der Edition bei Danze Danze, der Verlag für besondere Bücher. Wir erwarten euch. Hallo, mein Name ist Karl Isengard. Ich bin der Autor des exotischen Abenteuerromanes Roulette Khmer. Also kambodschanisches Roulette mit dem Untertitel Tanz der langen Stunden einer kambodschanischen Rachegöttin inmitten eines makabren Kammerspiels. Ich möchte mich natürlich auch herzlich bedanken beim meinem Verlag Indai Edition in Darmstadt und natürlich bei der Frau Gregutsch für ihre wertvolle Unterstützung. Heute sind es genau 3 Jahre her, seit der Roman erschienen ist. War im Juni 2019 und das Buch stößt vor allem bei den beim weiblichen Lesepublikum auf großen Anklang, was auch kein Wunder ist, weil die Hauptdarstellerin oder besser gesagt die Protagonistin ist Chandra, eine Einheimische. Ja, erst mal kurz zum Hintergrund meines Romanes. Damals zwischen Mitte bis Ende der 70er Jahre die schrecklichen Begebenheiten in Kambodscha. Damals, während jener Ära, hieß es demokratisches Kambodscha. Die Machtübernahme der Roten Khmer, die Killing Fields und all diese eben schrecklichen Begebenheiten stellen den Ausgangspunkt dieses Romanes dar. Ein exotischer Episoden- und Gegenwartsroman, bestehend aus miteinander verknüpften Stories, die sich in den Gefilden von Kambodscha, auch auf dem Mekong-Delta und auch in Vietnam abspielen. Aber der Schauplatz ist vor allem Phnom Penh, die Hauptstadt von Kambodscha. Der Roman schildert auch die folgenschweren Begegnungen zwischen mehreren aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten stammenden Westlern wie Sextouristen, Halunken, Gangstern, üblen Aktivisten von europäischen schmarotzerhaften Hilfsorganisationen, vor allem NGOs, betrügerischen Börsenbrokern und verbrecherischen ehemaligen Blauhelmsoldaten, vor allem der UNTAC. Diese äußerst lästigen und zerstörerischen Kreaturen empfinden nicht nur Verachtung und Feindseligkeit gegeneinander, sondern auch gegenüber der einheimischen Bevölkerung, deren Kultur und vor allem gegenüber den Frauen Kambodschas. Barangs, westliche, aber auch orientalische Ausländer, die allerdings im südostasiatischen verlorenen Paradies in den meisten Fällen jedenfalls zu Verlierer werden, früher oder später, sofern sie es nicht schon sind. Doch vor allem ist es die Geschichte über eine unerbittliche Vergeltung. Im Mittelpunkt der Rahmenhandlung steht die einheimische 38-jährige Chandra, eine verhinderte Apsara-Tänzerin und traumatisierte Prostituierte. Ein Freelancer in den Bars von Phnom Penh und verwegene Überlebenskünstlerin, die sich trotz ihrer tragischen Vergangenheit, ihrer samtenen Haut zu wehren weiß. Eine kleine Tigerin mitten im urbanen Dschungel der Hauptstadt Kambodschas, ausgestattet mit scharfen, stets gewetzten Krallen,
gesegnet mit überdurchschnittlicher Intelligenz und zudem mit einer unglaublichen Verschlagenheit. Die meisten Westler, die ihre Wege kreuzen, verkörpern in Chandras Augen sexbesessene, perverse Parasiten, die nur darauf aus sind, ihre Heimat noch hemmungsloser auszubeuten und mit noch mehr AIDS zu verseuchen als zuvor. Wobei sie schon längst erkannt hat, dass auch das Leben der Fremden ausschließlich beherrscht wird von grenzenloser Gier, Verblendung und Verderbnis. In den Sphären ihrer gespenstigen, zeitlos düsteren Zwischenwelt verkörpert Chandra eine glanzvolle, märchenhafte Tänzerin des Apsara. Im Reich der materiellen, gegenwärtigen Welt hingegen fungiert sie als eine wieder auferstandene, furiose, zweiarmige, kambodschanische Kali im 21. Jahrhundert. Eine gnadenlose Rachegöttin, die aufwartet mit dem Tanz der langen Stunden inmitten eines makabren Kammerspiels, das tödliche Roulette Khmer. Ja, der erste Teil besteht ja aus diesem kurzen Video, aus dieser Präsentation, die Sie jetzt soeben sehen und hören. Dann der zweite Teil besteht aus einer Performance mit Texten, angereichert mit Bildern und natürlich auch mit Musik als Untermalung. Der dritte und letzte Teil, das dauert ungefähr 20 Minuten, das ist dann meine persönliche Vorlesung aus einem Kapitel meines Romans. Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse geweckt habe. Also es wird sehr spannend werden und auch sehr dramatisch und auch mit einer gewissen Portion schwarzem Humor. Also ja, da dürfte man gespannt sein. Lassen Sie sich überraschen. Spielen Sie mal kambodschanisches Roulette. Aber der Croupier, das ist eben die Chandra. Ne? Also.